Recht herzlich willkommen zur 72. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal haben wir gesagt, dass wir noch an dem Verkehr arbeiten wollen. Und zwar haben wir da zwei Punkte gehabt. Warte mal, da gehen wir nochmal wieder auf Verkehr. Das ist hier. Einmal hier. Und das andere war hier drüben. Da muss noch was passieren. Ja. Also hier ist eine Abfahrt. Und die ist wohl schwierig. Stellt sich mir die Frage, die fahren hier runter und dann fahren die wohin? Dahin. Nö, noch nicht mal. Kommen wir mal näher ran. Wo wollen die hin? Rechts. Geradeaus einer, aber vor allem rechts. Und es wird nicht besser, ne? Aber das ist halt eine Abfahrt, ne? Was soll ich da tun? Können hier noch eine Abfahrt bauen, die dann da hinten hingehen würde, aber wirklich bringen tut es das auch nicht, ne? Wir können noch zur Entlastung hier eine Spur hinmachen. Aber ob die genutzt wird. Die genutzt wird, das ist die nächste Frage, ne? Sieht mir irgendwie nicht so unbedingt aus, dass das da einer fahren würde. Die fahren trotzdem alle noch da, ne, oder? Zwei Spuren darüber. Na, nachher wird hier das Problem dann vielleicht sein. Dann müssen wir gucken, wie es ist. Irgendwie komisch, dass die alle links fahren. Ich glaube, diese Spur wird gar keiner fahren. Obwohl es ja Sinn machen würde, ne? Abfahrt bis hierhin, dann zweispurig machen. Wird es das bringen? Gute Frage, ne? Zweispurig in Einbahnstraßenform. So. Kann man das upgraden? Gute Frage, ne? Ja, würde gehen. Und staut sich es dann nicht mehr so extrem? Das ist jetzt die Frage, ne? Müssen wir mal gucken. Weiß ich jetzt nicht. Wohnen die da an der Autobahn? Ne? Oh, da fährt der erste hier lang. Guck mal an. Es gibt welche, die auch da lang fahren und es ist gar nicht mal so wenig. Der Stau auf der Autobahn ist aber schon mal weniger geworden, glaube ich, oder? Aber irgendwie, ich habe zwei Spuren ausgebaut, stehen aber immer noch in einer Schlange. Traurig. Okay, das passt also nicht. Naja. Was sagt jetzt hier die Straße? Gucken, ob es besser wird. Ich glaube, es ist nicht mehr knallerrot. Das war schon knallerrot. Das hat sich jetzt etwas reduziert. Sonst sieht es gut aus. Eigentlich hier könnte man natürlich breiter bauen. Ne? Ja, gehen wir erstmal da hinten hin und gucken zu, dass wir da eine Grundänderung reinkriegen. Was natürlich super schwer ist. Wir haben hier eine dicke, fette Straße. Wo ich sagen würde, da bauen wir einen Kreisverkehr hin, ne?
Und zwar den richtig großen, tollen, diesen hier. Aber wie man sieht, muss ich da ganz viel abreißen. Aber was nützt es? Was nützt es? Ja. Ich hole die Abrissbirne raus. Hat ja anders keinen Sinn, oder? Lass mal gerade gucken, was es da alles in dem Bereich hier ist. Ja. Und dann gehen sie auch schon weg von alleine, oder wie sehe ich das? Ich glaube, die Häuser reißen sich von alleine dann ab. Okay. Ja. Eigentlich sieht das so gut aus, ne? Und der Bahnhof ist ein kleines Problem. Jetzt machen wir das daraus. So wird es gehen. Dafür müssten aber da noch ein paar Häuser weg. Und da noch eins. Mhm. Okay. Noch mehr Bagger. Aber das nicht, sondern das. Ich glaube, hier war auch noch was weg. Und hier sind jetzt Sachen, die wahrscheinlich gar nicht weggehen, weil es öffentliche Gebäude in Anführungsstrichen sind. Sind das öffentliche Gebäude? Weiß ich nicht. Eine Grundschule. Verschieben wir die doch, oder? Geh schon mal weg. Ja, finden sie nicht so toll, ne? Das ist nur ein ganz normales Haus, glaube ich. Und das da? Narzissenresidenz, also auch weg. So, und dann brauchen wir hier noch eine Straße, die auch weg muss, und das ist diese hier. Warum ist da jetzt noch ein Haus? Weg. Der Park muss auch weg. Ja. Eigentlich sieht es jetzt passend groß aus, oder? Vertue ich mich da? So. Hier unten geht die Straße nicht. Das müsste also so. Okay, das heißt, wir müssen jetzt nochmal Straßen entfernen erstmal. Hallo? Kannst nicht ändern, ich mach's jetzt einfach mal. So, jetzt haben wir das weg. Und passt immer noch nicht.
Da oben noch was weg. Da links noch was weg. So oder so. Hier rechts die Straße noch weg. Da links wird alles passen. Da oben muss noch was weg. Hier unten müssen Häuser weg und da rechts auch noch, oder? Da wird's passen, ja. Auf ein neues. Da oben muss noch was weg. Das lassen wir erstmal gerade noch. Probieren es nochmal aus. Ah, da war schon was blau. Da auch. So. So. Ich klacken da hin und dann sehen wir weiter. So, sechsspurige Straße haben wir hier. Die wir jetzt noch verbinden müssen, ne? Achso, hier oben auf die Reiter. Warte mal, das war jetzt keine Autobahn, ne? Ah, Autobahn, okay. Das heißt, wir machen jetzt hier... Ah, jetzt haben wir ein Update gemacht. So, jetzt können die da lang fahren. Und wie ist das hier? So, das haben wir schon hingekriegt. Jetzt müssten wir nur gerade gucken, dass wir da dieses Stück mal ändern. Genau. So. Die können jetzt da lang fahren, aber nicht da drauf. Okay, wo kommen die denn her? Ich muss eine andere Ansicht haben, so taugt das nicht. Hier geht's ja nur runter. Das wäre okay. Hier geht's drauf. Wir müssen jetzt noch runter. So, das ist auch okay. Ne, das war jetzt verkehrt, aber ist auch egal. Ich reiße das jetzt hier weg. So, und hier? Die Straße ist schon angeschlossen, ne? Ja. Jetzt müssen wir die noch... Ah, wir erweitern gerade. Ist aber nicht schlimm. So. Das Mini-Wohngebiet jetzt hier. Ist aber erstmal gut. Ne, das ist schon so okay.
pack mal an jetzt hier. Da. So, ein Bagger raus. Das Stück weg. So, die können jetzt alle da lang fahren, ne? Das geht auf jeden Fall. Und es gibt auch Bereiche, wo schon gefahren wird, aber super schlecht auf Deutsch gesagt. So. Ne, das wäre ja schon richtig. Jetzt staut sich's hier auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir hier nur Einbahnstraße rausmachen, würde ich sagen. Ne, da müssen wir upgraden, das wäre hier. Die finden das jetzt alle nicht so gut, aber ist halt so. Ach so, wir wollten das mit Lärmschutzwand haben. So. Ja, die finden das nicht so gut, weil da gar keine Dinger dann hinkommen, ne? Okay. Die ziehen jetzt alle weg. Da ist noch eine Straße, die eine Sackgasse ist. Kann ich kaum erkennen, wie die jetzt funktioniert. Ach, die haben keinen Anschluss, deswegen. Aber dann können die ja wegziehen und dann ist auch alles gut. So, jetzt haben wir hier noch was zu ändern, denke ich mal, oder? Die Kreuzung hätte ganz woanders hingemusst wahrscheinlich. Weg, egal was es ist, weg. Gut. Die fahren jetzt da lang und können dann da lang fahren. Das ist das gleiche, wie wenn man da lang fährt. Oh oh. Gut, sieht nicht so toll aus momentan. Ich muss das nochmal bearbeiten. Hier ist die einzige Stelle, wo ich sage, das ist gut. Hier geht das auch. Aber da, das geht ja noch gar nicht. Vor allem unser Verkehrsproblem haben wir jetzt noch gar nicht behoben. So, die sind hier auch verkehrt unterwegs irgendwie. Passt gar nicht. So. Mach das auch nochmal weg. Das auch weg. Und dann würde ich sagen, nochmal die Bahn daher. Und dann so. Dann ist das von da aus angeschlossen. Aber irgendwie auch nicht sinnig, ne? Oh, nee, nee, nee. Ich glaube, wir müssen das nochmal ändern. Diese Kreuzung, die wollte ich gar nicht da haben. Die wollte ich hier haben. Shit. Gut. Machen wir anders. Aber ich würde sagen, diese Fehlkonstruktion lasse ich jetzt für diese Folge erstehen. Ich kümmere mich in der nächsten Folge dann darum, das ist jetzt falsch gelaufen. Wir haben viele Häuser abgerissen, die wir vielleicht gar nicht hätten abreißen müssen. Aber das ist jetzt halt gerade Pech. Da kümmern wir uns in der nächsten Folge dann drum. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.